Im Reich der Pflanzen im Dschungel. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir werden heute etwas machen, gemeinsam. Wir werden diese Pflanzen hier, unsere neuen Calathea, herausnehmen aus dem Substrat, dieses Mal sofort, um sie dementsprechend besser zu versorgen. Und ganz kurz gezeigt nochmal hier unser Chili-Bonsai-Wald. Der wächst so genial, setzt Früchte an und das macht so viel Freude, diese Vielfalt betrachten, erleben zu können und auch etwas dabei lernen zu können. Das ist natürlich das Schönste dabei, ne? Okay, damit es für jedermann nachvollziehbar ist und auch machbar ist, nachmachbar ist in dem Sinne, von daher fangen wir jetzt sofort an mit diesen wunderschönen Pflanzen. Warum nehmen wir sie heute sofort heraus? Ganz einfach, weil ich wissen möchte, wie sieht das denn in der Erde aus und nicht erst wieder ein, zwei Monate warten, bis ich merke, dass es nicht so rund läuft, wie es sollte. Von daher werden wir sie jetzt mal hier einfach herausnehmen, um mal zu gucken, packe ich sie denn am besten. Möchte auch nichts kaputt machen, ne? Auf Herz unten zu packen und dann ziehen wir das Ganze mal raus. So, Wurzelbereich sieht okay aus. Ja, warte mal auf. Ich würde sagen, hier müssen wir ja auch beherzt zupacken. Gucken, wie von hier unten am besten das Ganze lösen. Denn unten fangen die Wurzeln ja immer an, im Kreis zu wachsen. Und von daher, ein bisschen zurückgehen, ein bisschen überblendet wieder mal. Von daher ist es sinnvoll, also wirklich unten anzufangen bei dem Ganzen. Die Wurzeln vorsichtig auseinanderziehen hier. Ja, das ist, weiß Bescheid, Kokoserden hast du nicht gesehen. Von daher kommt sie auf jeden Fall ins mineralische Substrat. Ich werde die Erde gleich auch nochmal nachmessen, was hier Sache ist auf jeden Fall, damit wir das heute auch mitnehmen können. Die Wurzeln sehen aber sehr gut aus, muss ich sagen. Richtig schöne, viele weiße, neue Wurzeln, die sich ausbilden. Also hier scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Ja, sind wir gleich gespannt, wie das tatsächlich mit den Messwerten aussieht, damit wir das auch mitnehmen können. Wie gesagt, vorsichtig auseinanderziehen, hier zwischen den Wurzeln dann auch greifen und ganz vorsichtig erstmal. Ne? Ob wir einen Wurzelrückschnitt machen, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich gehe mal nicht davon aus, aber das sehen wir im Laufe des Filmes. Ne? Da will ich mal nicht zu viel jetzt vorgreifen in dem Sinne. So, in der Mitte, hier unten drin, da ist meist wenig Erde. Ne? Und da kann man also hier richtig schön reinpacken, das Ganze vorsichtig auseinanderziehen, Wurzel für Wurzel. Ja, okay, das mache ich dann just alleine fertig. Denn ich denke mal, man hat gesehen, wie es jetzt funktioniert. Ne? Von daher denke ich mal, kann ich den Rest jetzt alleine machen und dann sehen wir die Pflanze gleich wieder. Den Wurzelbereich natürlicherweise. Und sehen, wie wir dann weiter vorgehen. Okay, ja, das läuft so schon mal ganz gut. Das ist okay. Auch bei so einer großen Pflanze, wenn man sich da nicht so richtig rantraut, denke ich mal, ist ganz schön, wenn man das doch mal sehen kann, wie man da vorgeht am besten. Ne? Okay, jedenfalls brauchst du halt einen zweiten Mann oder eine Frau, die dir dabei hilft, das Ganze zu halten. Dann geht das natürlich auch. So, okay, den Rest mache ich jetzt just alleine. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, die Erde ist gut nass. Gut nass, weiß Bescheid. Okay. Wenn man erstmal einen Anfang hat, dann ist es gar nicht mehr so schwierig. Also wir sehen, wir haben jetzt komplett die ganzen Wurzeln hier durchkämmt, sind von unten nach oben langsam vorgegangen und wursteln mit den Fingern hier drin rum. Das macht Spaß, zumindest für den, ne, weiß Bescheid, der irgendwie mit der Erde verbunden ist. So, das heißt, ich habe das meiste jetzt tatsächlich schon so rausbekommen, ohne Wasser zu verwenden. Und den Rest, den werde ich gleich ausspülen. Also das ist also wirklich nicht mehr viel. Das ist nur noch Wurzel hier in dem Sinne. Und dementsprechend können wir den Rest jetzt sauber spülen. Ist sehr wichtig, wenn wir das Ganze ins mineralische Substrat überführen. Okay, das sieht also richtig gut aus. Das muss ich mal sagen. Ne? Das sieht richtig gut aus. Aber nichtsdestotrotz werde ich hier gleich mal nachmessen, was Sache ist. Okay, den Rest ausspülen, wie gesagt. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit der wunderschönen Calathea. Habe ich den Namen wieder nicht so richtig verstanden. Calathea. So. Meine Güte, bei so vielen Namen, ne, kommt man schon mal durcheinander. Herzlichen Dank übrigens für die Namensnennung auf Instagram. Da bin ich immer sehr froh drüber, weil in der Regel, wenn du solche Pflanzen kaufst, die haben keinen Namen. Die haben zwar einen Namen, aber keinen Sortennamen. Ne? In der Regel zumindest. Also bei uns ist das so hier. Wenn du Glück hast, manchmal steht der Sortenname drauf, aber auch dann
sollte man einfach im Internet dann recherchieren, ob das wirklich tatsächlich so gegeben ist. Oder wenn man eine coole Community hat, die hilft einem dann auf jeden Fall weiter. Und das ist auf Instagram mittlerweile eine richtig coole Sache, für mich zumindest. Und natürlich auch für alle, die das begleiten. Von daher auch lesen in den Kommentaren. Kann man auch schon das einiges mitnehmen. Okay, also, jetzt können wir das Schätzchen dann tatsächlich sauber spülen. Okay. Wir haben es geschafft. Ja, sie ist sauber gespült. Richtig sauber. Das sieht also genial aus. Hat wirklich wunderschöne Wurzeln. Und ich glaube, wir nehmen hier auch ein kleines Baby gleich ab. Oder machen wir das jetzt mal eben. Pass mal auf. Dass wir da schon mal eins haben, dass wir dann hier im Raum mit großziehen in dem Sinne. Und halt eine große Pflanze dann für unser Badezimmer. So, ich werde mal versuchen, dass wir das jetzt so hinbekommen. Mal ab. Mache ich das jetzt, nehme ich den Kunde. Nee, der große bleibt dran. So, pass mal auf. Dann nehme ich den einfach und schneide den hier schräg nach unten weg. So. Oh, siehst du wohl. Ich glaube, den müssen wir erstmal richtig bewurzeln. Ne? Aber immerhin. Hat ja schon mal ein paar kleine Würzelchen. Haben wir denn noch einen kleinen hier? Das wäre ja schön. Dann könnten wir nämlich, ja, doch so das eine oder andere schon mal machen. Der ist schon ein bisschen größer hier. Pass mal auf, sollte ich vielleicht mal besser die Schere nehmen, damit ich mir nicht zu viele Wurzeln hier verletze. Ich werde es mal versuchen. Ich werde es einfach versuchen. Ja, ich denke mal, das wird besser gehen. Da kann man nämlich auch ganz genau sehen, wo der Ansatz ist. Siehst du wohl? Das hat schon mal gut geklappt. So, vorsichtig ziehen. Das Ganze ist nämlich auch hier. Ja, damals in einem ganz kleinen Töpfchen herangezogen war. Ich ziehe es mal ein bisschen näher an hier. Das ist eine aufregende Sache, so eine große Pflanze mal umzupflanzen. Ich sprühe die mal eben ein bisschen nass hier, damit sie die Saugwurzeln mir nicht kaputt gehen. Wobei ich voraussichtlich gleich auch doch einen Rückschnitt machen werde. Aber das sehen wir gleich, ne? Learning by doing auch hier wieder. So, hier kann man nämlich sehr schön sehen, in dem Bereich hier, das Ganze wurde in einem kleinen Töpfchen herangezogen. Daher diese runden kleinen Wurzeln, wollte ich gerade sagen, diese Rundungen, die sich hier entwickelt haben. Ne? So, hier haben wir das Schätzchen jetzt abgeschnitten. Der hängt dummerweise jetzt mit seinen Wurzeln hier in dem ganzen Kladderadatsch drin. Das heißt, ich muss mal gucken, dass ich ihn vorsichtig... Ja, klappt. Guck mal, klappt doch wunderbar. Ach, guck mal, hier ist die Wurzel. Siehst du das? Das ist die Wurzel von dem neuen Baby. Die ziehen wir dann vorsichtig hier heraus und somit haben wir dann noch ein kleines Baby. So, das sollte aber ausreichen erstmal. Und den Rest, den pflanzen wir gleich ein. Ich überlege nochmal ganz kurz, ob wir jetzt tatsächlich einen Wurzelrückschnitt noch machen oder nicht. Ich würde es am liebsten nicht machen, muss ich ehrlich sagen, weil hier unten, das sind so diese Saugwurzeln, da wo Wasser gesogen wird und da das auch sehr viel Blattmasse ist. Das heißt, wenn wir die Wurzeln zurückschneiden würden, müssten wir auch den oberen Bereich zurückschneiden. Das möchte ich jetzt ausnahmsweise mal nicht machen. Also auch hier Learning by Doing. Schauen wir einfach mal, wie die Pflanze damit zurechtkommt dann, ne? Dass wir das auch mal lernen und sehen, wie das Ganze so funktioniert oder auch nicht. Ne? Learning by doing. Keine Bange, ich habe keine Angst, wenn mit der Pflanze irgendwas passiert. Dafür sind wir ja da, dass wir das gemeinsam erlernen. Ne? Und das geht nur, tun und machen, die lange lachen, weiß Bescheid. Okay. Da ich jetzt nicht alles auf einmal machen kann, werden wir unsere beiden Schätzchen, die wir jetzt hier rausgenommen haben, ein bisschen versorgen. Das heißt, ich lege hier einfach ein Zebra drüber. Da müssen wir vorsichtig sein, die Wurzeln, ne? Dass wir die nicht kaputt machen. Und dann sprühen wir das Ganze einfach ein, so dass es schön nass ist. Aber nicht umwickeln, ne, sondern so das Ganze lassen. Nicht umwickeln, ansonsten kannst du brechen, wenn du es auswickelst, brechen dir die Wurzeln ab. Dass wir die jetzt erstmal versorgt haben für eine gewisse Zeit. Und dann können wir jetzt unser großes Schätzchen einpflanzen. Yippie-yay. Eine schöne Pflanze, auch ein schöner Topf, ganz klarer Fall, damit wir es auch einfach haben. Das ist der Cubico Color 22, heißt er, glaube ich. Das System ist ganz einfach, das ist das Innenleben hier von dem Topf. Hier unten ist eine Schraube, die kannst du rausschrauben. Dann läuft das Wasser unten raus, logischerweise. Ich zeige es mal, nicht dass du denkst, dann lasse Wasser im Tisch oder sonst wo. Hier unten ist auch ein Loch in dem Sinne drin, da kannst du die Schraube auch rausschrauben. Also kannst du das dann für draußen auch verwenden. Das heißt, wenn zu viel Wasser reinläuft, läuft es dann unten wieder raus. Aber keine Bange, es bleibt ausreichend Wasser drin hier im Wasserreservoir, weil hier unten so ein Überlauf ist. Ne? Von daher, richtig coole Sache. So, das ist das Innenleben. Hier wächst die Pflanze drauf später und hier unten steht das Wasser drin. So, Zusammenbau ist relativ einfach. Ups, ich zeige es trotzdem mal ganz kurz, jetzt habe ich ihn runtergeschmissen. Wir hängen das Teil hier einfach hier unten rein und somit ist das eigentlich schon ja, so gut wie fertig, kannst du sagen. Jetzt sehe ich gerade nichts hier von der Seite, muss ich von der Seite gucken. So. Na, dann hängen wir das hier rein. Ganz wichtig ist allerdings zu erwähnen,
beim Befüllen, entweder fixierst du das Ganze hier mit einem Stück Teser oder sonst wie wo, oder hältst es fest beim Einpflanzen, denn wenn das zur Seite klappt, dann läuft dir das Substrat hier hinter. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Von daher, da auf jeden Fall mal drauf achten, habe ich jetzt hingeschmissen. So, das ist dann die Abdeckung dafür, die kommt dann später hier oben drauf. Das war's. So, jetzt kommen wir aber ganz schnell zum Einpflanzen. Ich habe die Pflanze da vorne liegen, schon mal soweit vorversorgt in dem Sinne. Ich werde ein bisschen Substrat, muss ich schon mal reinpacken. Läuft noch gut. Ja, ich muss zwischendurch mal auf die Kamera gucken, sonst mache ich hier was und dann habe ich einen Ton in der Hand, und die Batterie ist alle. Und das Ganze nochmal zu machen, wäre ein bisschen blöd, ne? So, okay. Dann holen wir uns die Pflanze. Auch die habe ich gerade zugedeckt. Ne? Auch hier mit Zebra zugedeckt, richtig nass gesprüht, damit sie uns hier nicht vertrocknet. Und dann kannst du das so runternehmen, ist das okay, ne? Also nicht, dass du die einpackst da drin, sondern auf so eine Schale legen wir sie gleich und dann dementsprechend hast du sie versorgt. So, hier komme ich jetzt mit dem Platz hier noch hin, ey. Ich sag's dir. So, wie gesagt, wir werden es dieses Mal so machen, dass wir keinen Wurzelschnitt machen. Ganz einfach, um zu gucken, ob es funktioniert. Wenn die Wurzeln aber nicht so trotzdem ein bisschen auseinanderlegen, dass sie nicht so zusammenkleben. Ne? Tiefe einpflanzen, ja, etwa 2 cm tiefer als die Wurzeln eigentlich sind in dem Sinne. Ne? Also man sieht schon, das passt optisch richtig genial zusammen. Das ist der Wahnsinn. Richtig cool. So, jetzt habe ich normalerweise nur 2 Hände. Ja, am besten macht man sowas dann auch zu zweit, ist dann einfacher. Ne? Substrat, ganz wichtig, dieses Mineralsubstrat trocken verwenden. Nicht nass, auf keinen Fall. So, lass uns ganz langsam einfach durch die Wurzeln hier hineinrieseln. Ach, das klappt wunderbar. Weil wenn das Substrat nass ist, dann klebt es. Das heißt, es rieselt dann nicht. Ne? Dann hast du da echt Probleme mit dem Einpflanzen. Das heißt, die Wurzeln schieben sich dann nach innen zusammen. Und das wäre gar nicht gut. Ne? Es ist schon wichtig, dass die Wurzeln wirklich ja, in dem Sinne stehen rundherum und dann befüllt werden. Das kann ich gar nichts sehen, aber ich sehe, wie es reinriebelt. Aber das klappt genial. Das ist also wirklich richtig cool. Ja, meine Güte, dann haben wir heute eine große Calathea dann dementsprechend mal zusammen eingepflanzt und werden natürlicherweise beobachten, wie sie sich dann entwickelt. Jetzt hatte ich ja, eigentlich soll sie ins Badezimmer, allerdings läuft da das Experiment mit dem Licht. Es wäre natürlich optimal, wenn wir die Pflanze jetzt optimal versorgen, ohne Experiment zusätzlich. Das heißt, ich werde sie doch hier im Raum stehen lassen erstmal. Zumindest so lange, bis sie angewachsen ist und zeigt, dass sie wächst. Und dann kommt sie dementsprechend zusammen mit anderen Pflanzen dann ins Badezimmer, um zu sehen, wie sie auf das Licht dort reagieren. Weil eigentlich brauchen sie nicht viel Licht. Das würde wohl voraussichtlich auch funktionieren. Nur, wir wissen ja, zu viele Faktoren auf einmal sind nicht so gut. So, jetzt hier mal rütteln und schütteln das vorsichtig. Ne, dass wir das also auch nicht zu tief einpflanzen. Oh, die hält sich richtig gut fest jetzt schon. Guckt das mal an. So, oh, ist das aufregend, sage ich euch. Machen wir heute auch zum ersten Mal. Wir machen vieles zum ersten Mal. Das heißt, beim nächsten Mal sind wir gemeinsam schon einiges schlauer. Ne? Wenn es so hops geht, weiß Bescheid. Ansonsten war es eine coole Sache. Oder ist, ich gehe davon aus, es klappt. Aber wie gesagt, ihr müsst halt jetzt auch nicht so nachmachen, wie ich das mache. Ansonsten, wenn ihr schon Erfahrung habt, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, damit auch andere Zuschauer davon profitieren. Ne? So, das war's. Das war's. Pass mal auf, jetzt muss ich angießen. Machen wir das jetzt so schon oder stelle ich das? Nee, ich mache das jetzt sofort. Weil wie gesagt, das Substrat ist trocken, das ist nicht so gut. Du musst sofort Wasser haben, das ist ganz wichtig. Denn trockenes Substrat saugt natürlich Wasser. Das heißt, wenn wir jetzt noch warten würden, würde das Substrat den Wurzeln Wasser entziehen. Richtig? Richtig? Weiß Bescheid. Ne? Ist so gegeben. Von daher sorgen wir jetzt sofort dafür, dass hier erstmal Wasser reinkommt. Oh, das ist eine coole Sache. Auch das mit dem Ausspülen, so ging also relativ einfach. Ist echt nicht so schwierig. Man muss es halt ein, zweimal gemacht haben. Ne? Ich meine, ich mache es ja ständig. Von daher ist es sowieso nicht schwierig. Ihr wisst ja, was man einmal gelernt hat, hat man gelernt. Das ist wie beim Fahrradfahren. Das ist dann nicht so. Ne? Auch wenn du Angst hast, das erste Mal wieder, wenn du drauf sitzt, dann läuft's. Yippie-yay. Okay, also, mega cool. Das ist so genial. Ich zeige es gleich nochmal in ganz, wenn ich es hinkriege, von der Größe her. Okay, Calathea. Die nächste. Generation. Jo, das ist mega cool. So, stellen wir den eben so hier rein. Dann muss ich eben den Dreck hier wegmachen. Kriegen wir das noch so hin? Glaube nicht, ne? Jetzt habe ich hier nicht alles so voll stehen wieder. Ich sag's euch, ich brauche ein größeres Set. Auf jeden Fall, ey. Alter Schwede. So, dann kann ich das auch mal eben drunter machen hier. Stell mal den Topf mal hier drauf von Lechuzer. Und dann die Pflanze dort hinein. Ach so, das Ding hat auch, ich benutze es nicht, aber es hat auch Tragegriffe. Guck mal. Ne? Kannst du also auch mit Tragegriff dann dementsprechend, muss ich aufpassen hier oben.
dann benutzen zum Hochheben. Das ist natürlich total genial. So, jetzt ist die Pflanze zwar nicht ganz drauf, aber egal. Läuft. Ist eine coole Sache, kann ich euch sagen. Wasserstandsanzeiger, die machen wir eben auch noch rein, damit ich nochmal Wasser nachfüllen kann gleich. Aber das mache ich gleich erst, wenn die Pflanze steht. Und so. Ne? Och, guck mal, ist ja schon halb voll. Okay, gedüngt auf keinen Fall. Wir düngen auf gar keinen Fall hier. Aber auch das wissen wir. Okay, wenn es das erste Mal sieht, weiß es natürlich nicht. Die Pflanze wird erst gedüngt, wenn wir sehen, dass sie sich im Wachstum befindet. Und wenn sie sich im Wachstum befindet, wissen wir, dass die Wurzeln auch wachsen, eingewachsen sind im Prinzip. Dann fangen wir an, verhalten an zu düngen, auch bei 400 bis 500 Mikrosiemens, wie wir das kennen. Ja, ist eine richtig coole Sache, kann ich euch sagen. Oh Mann, ja, aufregend, aufregend. Die Kleinen kommen gleich auch rein. Jetzt habe ich sie runtergeschmissen. Ich wollte sie nochmal zeigen. Unser Weihnachtsstern, guck mal, wie schön der immer noch aussieht. Das ist so genial, wa? Dass das klappt. Wer hätte das gedacht? Okay. Läuft. Es gehen so viele Sachen, die man sich, jetzt kann ich nirgendwo hinstellen, die man sich nicht traut. Darum mache ich das, weil ich mich traue, damit wir das gemeinsam mitnehmen können. Wenn du so eine große Pflanze bekommst, dann sagst du ja auch erstmal, um Gottes Willen, oh, kann ich das denn machen? Wird das gehen? Aber die arme Pflanze, wenn sie mir kaputt geht. Also was? Wartet einfach ab, bis ihr seht, was hier so passiert. Und dann könnt ihr das dementsprechend auch angehen. Allerdings wichtige Faktoren berücksichtigen. Wir haben jetzt reines Wasser hier verwendet, wir verwenden auch kein Leitungswasser. Denn unser Leitungswasser hat schon über 500 Mikrosiemens bei uns. Von daher könnte es nicht so gut laufen, insbesondere mit dem Anwachsen. Von daher verwenden wir reines Wasser. Nimm destilliertes Wasser, wenn du kein Osmosewasser hast. So wie wir das haben mit der Osmoseanlage, da kannst du ja Wasser produzieren ohne Ende. Tausende von Litern, und von daher ist es natürlich eine genialste Sache. Die Anschaffung lohnt sich auf jeden Fall für jemanden, der Pflanzen hat. Insbesondere für Pflanzen, die vielleicht auch ein bisschen empfindlich sind, aber auch sonst generell. Ne? Wenn du hartes Wasser hast, lohnt sich das immer. So, meine Lieben, pass mal auf, den wollte ich eigentlich auch noch umtopfen, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Ich muss jetzt gleich erstmal kurz weg, und wenn ich wiederkomme, werde ich die Erde nochmal nachmessen, was da drin ist. Aber da gehe ich davon aus, dass dort relativ niedrige Werte drin sind. Zumindest ein Anschein hat es jetzt, das werden wir gleich auch noch mitnehmen, ob das dann tatsächlich so ist. Ne? Es sei denn, gestern hat jemand die Pflanze gedüngt, und das wäre natürlich blöd. Aber egal, ich denke mal, es sollte so sein, dass die Werte niedrig sind. Oh man, die Calathea, das ist schon, hat schon wirklich was. Das ist so genial. Es gibt so viele Sorten davon. Das ist so schön. Tja, so ist das im Leben. Pass mal auf, bevor ich euch hier die Ohren voll quatsche, ne, weiß Bescheid. Die anderen, die lasse ich jetzt im Moment noch hier drin. Die mache ich dann später mal fertig. Ne? Laufen ja nicht weg. Sie sind versorgt so, das ist okay, solange das nass ist. Aber aufpassen, dass die Wurzeln nicht abbrechen. Deswegen stelle ich sie nicht hin, sondern lege sie hin. Gelle? Okay. Erde rein in den Topf und Wasser durchlaufen lassen, reines Wasser. Wir sind hier bei ca. 700 Mikrosiemens, das ist soweit okay. Aber wie gesagt, hier mit Leitungswasser gießen, aufpassen, denn dort können die Werte dann ständig erhöht werden. Da muss ein bisschen aufpassen. Okay. Und was werden wir jetzt machen? Wir werden die Babys hier noch gemeinsam einpflanzen, damit sie also dementsprechend auch versorgt sind und ihr mitnehmen könnt, wie ich das dann jetzt mache. Weißt Bescheid? Yippie, ja, je, es geht weiter. Oh Mann, das ist so geil. Das ist eine geile Pflanze. Wahnsinn. Also jetzt fangen wir an mit den Kleinen. Ich werde sie zusammen hier einpflanzen. Können wir später, wenn sie angewachsen sind, auch mal rausnehmen und teilen. Ist dann jetzt für mich einfacher, denn langsam habe ich die Bude hier voll. Du weißt Bescheid. Ich sag's dir, du. Alter Falter. So, ein bisschen fülle ich schon mal rein, aber nee, besser nicht. Ich möchte auch die langen Wurzeln hier erhalten. Von daher, ja, ist es auch, denke ich mal, besser, einen hohen Topf zu nehmen, ne? Denn wenn sie lange Wurzeln ausbilden, warte mal, pflanzen wir die so gegenüberliegend am besten, ne? So, ja, ich glaube, das ist besser. Da kriegen wir das später auch besser auseinander. Okay, dann füllen wir das Substrat ein. Das ist schon eine geniale Sache, ne? Alter Schwede, haben wir die Mutterpflanze umgetopft und haben gleichzeitig nochmal zwei Babys dabei. Das ist natürlich richtig genial. Also das mit den Flaschen hier ist eine coole Sache. Wenn man sich das so vorbereitet, dann geht das Ganze nämlich wesentlich einfacher. Ne? Okay, das war's schon. Angießen jetzt. Mit durchspülen auch in dem Sinne. Wenn wir jetzt noch genug Wasser haben. Ich hoffe es mal. Ja, wir haben noch genug Wasser. Also ich habe sogar vorbereitet. Okay, Calathea. Neustart. Zwei Babys in einem Topf. So, das läuft unten durch. Dann kommt das Ganze in Untersetzer gestellt. So, apropos Untersetzer, das heißt im Klartext, ich muss gleich erstmal los, ein paar Untersetzer besorgen. Ja, so langsam, ne? Weiß Bescheid, müsst ihr dafür sorgen, dass wir die Pflanzen auch dementsprechend versorgen können mit Untersetzern. Oh Mann, ich sag's dir doch. Ja, und Substrat wird jetzt auch neu bestellt heute, weil das ist jetzt mein letztes hier, ist nicht mehr viel drin.
Das reicht auch nicht mehr für die andere Pflanze, von daher machen wir die dann dementsprechend nochmal später. Okay, auch hier nicht düngen, auf gar keinen Fall. Das lassen wir erstmal sein, bis das Wachstum richtig im Gange ist. Ja, okay. Von klein zu groß. Ja, es gibt also unzählige Möglichkeiten, die wir hier gemeinsam machen. Und das mit der Chili, das ist so genial. Woran das liegt, dass sie jetzt so gut wachsen, wissen wir eigentlich. Ne? Ich werde auf jeden Fall einen zusammenhängenden Film darüber machen, denn da können wir sehr viel mitnehmen, allgemein für viele andere Pflanzen, die wir auch so pflegen, wie wir das jetzt allgemein machen. Ne? Okay, ich muss unbedingt einen neuen Film darüber machen. So, bei der Calathea jetzt können wir beobachten, ob sie das so verkraftet. Dann braucht ihr das nicht ausprobieren, ich mache das dann jetzt für euch. Also, es sind so ein paar Blätter, so wie diese hier, kann man vielleicht nicht so richtig erkennen. Die haben schon so ein paar braune Stellen. Hinten sind auch so einige Blätter, die leicht bräunliche Stellen haben, so wie hier. Das war jetzt schon so gegeben. Ne? Das können wir dann auch dementsprechend beobachten. Nicht, dass ich das jetzt in einer Woche oder zwei Wochen zeige und dann sieht man diese Flecken auf den Blättern. Dann heißt es hinterher so, ja, siehst du das, da kommt davon, da geht die Pflanze kaputt. Ne? So ein paar Schäden sind schon dran. Die sind gegeben durch Transport, durch keine Ahnung, weiß der Geier. Die sind halt da, ist aber nicht ganz so tragisch. Es sind leichte, kleinere Flecken und von daher können wir das Ganze jetzt gemeinsam beobachten. Oh, das ist so cool. Richtig genial mit diesem Calathea. Ja, es gibt so viele schöne Sorten. Auch diese hier. Wunderhübsch. Die nehmen wir als nächstes auf jeden Fall raus. Ich werde es gleich schon mal ein bisschen spülen, dass Wasser im Untersetzer drin steht, dass ich schon mal nachmessen kann, was dort gegeben ist. Gegebenenfalls werde ich dann sofort eingreifen, wenn die Werte zu hoch sind. Ansonsten machen wir das gemeinsam im nächsten Film. So, boah, weißt Bescheid? Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen, Zimmerpflanzen. Nein, in dem Sinne sind es ja eigentlich auch schon exotische Pflanzen. Ne? Aber mega cool, vor allem wenn wir einiges lernen über die Pflege dementsprechend dieser Calathea im Laufe der Zeit. Und vor allem auch was die Beleuchtung und so weiter angeht. Düngen sind wir ja eigentlich auf einem Wege, man fast sagen kann, das kann man bei allen Pflanzen so machen. Ne? Wobei es ein paar gibt, die brauchen ein bisschen mehr, aber ja. Ne? In der Regel sind wir bei 400 bis 500 Mikrosiemens sehr gut bedient mit der Pflanze bei reinem Wasser, verschnitten mit einem Viertel Leitungswasser bei uns. Ne? Und dementsprechend aufgedüngt auf 400 bis 500 Mikrosiemens. Oh, das ist so eine geniale Kiste. Wenn ich mir diese Chilis angucke, was die rumgezickt haben damals, im Anfangsphase nach dem Pikieren und nach dem Wachsen, lief nicht so gut. Damals erst überdüngt und dann war es wieder zu wenig. Und nun ja, ist ja auch nicht so ganz so einfach in solch einer Schale, aber wir haben es jetzt raus, wie es läuft mit der 400 bis 500 Mikrosiemens auch bei den Chilis. Hier ist vollkommen ausreichend und sie blühen, sie fruchten. Und das ist so genial anzusehen, das Ganze in Miniatur zu haben, wobei das auch kleinwüchsige sind. Aber dass sie jetzt auch schon in dieser Größe blühen und Früchte tragen, ist dann auch nicht ganz normal. Ein bisschen größer werden sie eigentlich schon. Also sehen wir hier, dass das genial klappt. Und vor allem der Wurzelbereich wird immer enger. Das heißt, die Pflanzen werden dementsprechend irgendwann auch noch gedrungener wachsen. Und wie lange sie dann tatsächlich in solch einer kleinen Schale in einer Gemeinschaft als Wäldchen in dem Sinne überleben, das werden wir natürlich auch weiter verfolgen, aber bis jetzt läuft es richtig gut. Okay, so, genug gequatscht hier. Ich sag's dir so. Oh, oh. Ach so, sollen wir noch ein paar Updates machen? Ja, pass mal auf. Ich zeige dir noch ein paar Updates von den Sachen, die wir jetzt in letzter Zeit gemacht haben, damit wir sehen, dass es sie auch noch gibt. Okay? Dann schauen wir uns jetzt auch ganz klar zuallererst unsere wunderschöne Waldlandschaft hier der Chilis an. Das ist so genial anzusehen. Mal ein bisschen zurückziehen, dass man ganz sieht. Ne? Oh, das ist ja herrlich. Guck mal, wie wunderschön die blühen. Wie wunderschön. Müssen bestäubt werden, ganz klarer Fall. Und das machen wir dann auch zwischendurch. Dann gehen wir einfach so mal unter die Blüten und nehmen den Pollen mit und gehen dann von einer Blüte zur anderen. Hier haben wir schon eine wunderschöne Frucht, die sich entwickelt hat. Aber das ist so herrlich. So ein paar alte Blätter sind noch dran, die jetzt nicht mehr ganz so schick sind. Da werde ich auch hier und da mal ein Blättchen rausschneiden. Ne, damit es ein bisschen ansehnlicher ist. Aber ansonsten läuft das ganz gut. Wir sehen ja den Neuzuwachs, wir sehen die Blüten und wir sehen die Fruchtentwicklung. Von daher ist das eine richtig coole Sache. Ne? In solch einem kleinen Behältnis, das ist doch der Wahnsinn. Ne? Wie gesagt, wir sind hier bei 400 bis 500 Mikrosiemens fast immer. Also ab und zu nur noch gieße ich ein reines Wasser nach. Aber ansonsten in der Regel werden sie bei 400 bis 500 Mikrosiemens auch dementsprechend hier gegossen. Gut, die Pflanzen sind aber jetzt so groß, dass sie das auch schnell aufnehmen. Sie sind nicht mehr so klein und so empfindlich.
das Ganze ja, reagiert schneller, weil die Pflanzen einfach alles komplett aufsaugen, was sie bekommen. Ne? Von daher verdunstet auch nicht mehr ganz so viel. Und da ist das wesentlich einfacher als so bei ganz kleinen Sämlingen. Die sind da schon ein bisschen empfindlicher, weil die noch nicht so viel Wasser verbrauchen. Und dementsprechend muss man da mit dem Düngen ein bisschen aufpassen. Aber nun ja, wir sind hier auf einem sehr guten Wege. Oh, das ist genial. Ja, das ist so herrlich. Das macht so viel Freude. So, dann jetzt mal zu... Ja, ich weiß, ich habe vorhin schon Tschüss gesagt, aber ich kann dir aber die Muschmor zeigen jetzt hier, ne? Das Schiefblatt, das wir vor kurzem herausgeholt haben und aus der Erde und dann hier auch ins mineralische Substrat hier dementsprechend mal Seramist zum Austesten gepflanzt haben, hat keinerlei Zickerei. Alles easy, alles top, alles richtig cool, vor allen Dingen hier in der Selbstbewässerung. Steht rum, brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Das ist halt cool zu einer ganzen Sache. Ne? So, und dann die Samtpflanze. Nee, die kann ich hier jetzt nicht draufstellen. Auch die mal kurz gezeigt. Guck dir mal die Farbe an. Ist der helle Wahnsinn. Die steht allerdings unter Zusatzbeleuchtung, unter der Easy LED. Diese hier nicht. Die steht hier einfach im Raum im Prinzip. Also die hat dann keine Zusatzbeleuchtung. Die braucht nicht ganz so viel Licht. Aber diese hier braucht das Licht zur Farbausbildung. Das ist ganz wichtig. Und von daher auch hier mitgenommen in der Selbstbewässerung. Läuft genial. Dass wir jetzt mal so ein paar Sachen sehen, wie das denn aussieht. Was denn so. Von daher zeige ich das jetzt mal, damit wir das auch mitnehmen können. Dann hier die kurz gezeigt unsere selbstgebaute Selbstbewässerung in dem Sinne. Das ist so genial hier mit den Litschis, funktioniert genial. Die Pflanzen sehen richtig hübsch aus, sind gut rausgewachsen. Das ist also eine richtig easy Angelegenheit. Kriege ich das jetzt einfach so mal hier hochgehoben? Ich glaube ja, ne? Ne, nicht ganz. Warte mal, den muss ich festhalten. So, dass man das mal sehen kann, wie das ausschaut, ne? Ist eine geniale Sache. Wasservorrat, ja, endlos kannst du bald sagen, also für lange, lange Zeit. Hier brauchen wir gar nichts mehr machen. Das Einzige, was wir hier machen müssen, wir müssen die Pflanzen beobachten und bei gegebener Zeit dann dementsprechend düngen. Aber ansonsten ist das eine richtig coole Sache, kann ich euch sagen. Das macht so viel Spaß jetzt, was wir alles hier mitnehmen können. Das ist der Wahnsinn. Okay, Litschis, dann wachset und gedeiht. Jetzt haben wir es aber erstmal, denn ich muss jetzt ganz schnell weg hier. Nicht, weil ich Angst habe oder so, sondern weil ich etwas machen muss. Guck dir das mal an. Ist das nicht schön? Ne? Die Averroa Carambola hier in solch einem kleinen Schälchen, auch hier bei 400 bis 500 Mikrosiemens, läuft. Das läuft so genial. So, meine Lieben, ich lasse das Bild jetzt hier so stehen, damit ihr euch noch was einblenden könnt, was ihr euch vielleicht angucken könnt. Nicht müsst, ne? Könnt. Weil es ist einfach so herrlich anzusehen, jetzt was hier so im Laufe der Zeit abgegangen ist. Das ist der Wahnsinn. Wir haben eine ganze Menge dieses Jahr gelernt zusammen und nehmen eine ganze Menge für nächstes Jahr mit und werden auch im Laufe des nächsten Jahres auf jeden Fall fortschrittlich weitermachen. Nicht nur mit Experimenten, sondern auch mit Sachen, die wir schon kennen und gelernt haben gemeinsam und das verinnerlichen und auch vertiefen mit der einen oder anderen Pflanze, die im Laufe des Jahres dann 2020 zu uns stößt, ins römische Pflanzenreich in dem Sinne. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn alles gut geht. Okay.